Ja, moin moin Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, auch hier geht's natürlich mal wieder weiter und da sehe ich schon direkt ein Skelett im Wasser. Gegen den kann ich leider noch nicht so ganz viel machen. Das Blöde ist halt, dass die hier so im Wasser rumschwimmen und ich noch keinen Bogen habe. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben dabei, diesen wunderschönen Bungalow zu bauen. Der jetzt noch nicht so hundertprozentig wunderschön ist, aber mal werden soll. Und da haben wir, glaube ich, auch... Ah, okay, ja. Wir hatten mal Glas reingelegt. Das habe ich jetzt auch noch im Inventar. Es ist allerdings gar nicht mal mehr so mega krass viel. Und was ich vielleicht auch mal machen sollte, wäre die ein oder andere Leiter. Damit ich auch wieder hier hochkomme. Habe ich keine Loks mehr? Kann es sein, dass wir keine Loks mehr hatten und da das Problem lag. Ja, tatsächlich. Okay, erstmal Loks farmen. Damit wir das hier so verwirklichen können, wie ich das auch tatsächlich möchte. Ein weiterer schöner neuer Tag bricht heran. Mit immer noch immer wieder ein paar von diesen Glitches. Ich weiß nicht genau warum. Passiert einfach. Da kann ich auch nicht wirklich was gegen tun. Tatsächlich habe ich da auch schon einiges rumprobiert. Und nicht wirklich eine Lösung gefunden. Wie dem auch sei, was ist denn das für ein Holz? Das ist einfach ganz normales Eichenholz, ne? Dann würde ich sagen, gönnen wir uns das. Ich muss da auf jeden, guck mal hier, ich weiß nicht genau, was, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich das vielleicht gepatcht kriege. Sah aber tatsächlich nicht so gut aus. Oh, Alter! Ja, okay. Eventuell irgendetwas hier. Bei der Performance dürfte eigentlich soweit alles okay sein. Load Far vielleicht mal on. Fast Render geht gar nicht on, wenn du einen Shader benutzt. Muss ich mir einfach nochmal anschauen. Sag mal, sind die Steps ein bisschen... Ne, Blocks sind auf 95%. Das reicht jetzt aber auch noch nicht so ganz. Und um ehrlich zu sein, haben wir auch fast kein Essen mehr. Oh mein fucking Gott, das ist nicht mal das richtige Holz. Das ist nicht mal das richtige. Armin, schadet ja nie, welches zu haben, nicht wahr? Ich habe aber das falsche Holz geholt. Gut, okay, bei der Gelegenheit, wenn ich sowieso jetzt mal... Dann ist das Holz da hinten. Dieses sehr dunkle. Kann man eigentlich auch erkennen, nicht Trottel. Bei der Gelegenheit kann ich vielleicht auch gleich nochmal das ein oder andere... Wobei die Frage natürlich ist, wie viele Tiere will ich hier noch killen und wann will ich vielleicht lieber mit einer kleinen Farm anfangen. Sowieso sollten wir mal bei mit einer Farm anfangen. Möchte vielleicht erstmal den Grundriss des Bungalows noch fertig machen und danach sollten wir auch wirklich mit einer Farm anfangen. Oh, die Sonne blendet. Weil Essen ist jetzt hier tatsächlich gar nicht so viel dabei. Wir sind auch hier nur so einer kleinen Inselgruppe. Ich müsste halt weiter aufs Festland drauf. Will ich aber eigentlich nicht. Will mir stattdessen vielleicht lieber hier einfach ein Farmland bauen. Ja, leider auch ohne Matmos-Mod jetzt. Bei der Matmos-Mod habe ich... Ich muss das wirklich machen. Hier ist alles... Hier sind Konfigurationen noch nicht so ganz richtig. Was vielleicht auch daran liegt, dass seit Monaten ich diese Version hier nicht mehr benutzt habe. Und auch seit Monaten kein Singleplayer mehr gespielt habe. Deswegen sind hier manche Konfigurationen jetzt wahrscheinlich richtig im Arsch. Ich habe auch Matmos aus irgendeinem Grund nicht mehr zum Laufen gekriegt. Deswegen, vielleicht merkt ihr es schon, die Ambiente-Sounds, die fehlen jetzt. Ich meine, die waren auch eh ein bisschen zu laut. Aber so ein bisschen fehlt es natürlich trotzdem. Aber ich habe es einfach nicht mehr zum Laufen gekriegt. Ach, wir hatten, stimmt, wir hatten da ja sogar schon mit einer Farm mal angefangen gehabt. Right. Ich erinnere mich.
Da müsste ich vielleicht bloß mal noch ein bisschen mehr Seeds sammeln. Dass das immer ein bisschen schneller geht da. Eins kann man aber auf jeden Fall sagen, Minecraft läuft wesentlich flüssiger, wenn man keinen Server nebenbei noch horsten muss. Also hier im Singleplayer läuft es schon wesentlich besser. Und das sieht doch jetzt schon mal langsam nach ein bisschen mehr aus. Genau, ich hatte auch noch die Hake und wir wollten die auch noch weitermachen. Da war dann, glaube ich, der Part einfach zu Ende gewesen. Wenn wir hier das erstmal ein bisschen wachsen lassen, dann dürfte das aber passen. Jetzt habe ich aber wirklich ein Essensproblem. Und deswegen tut es mir leid, aber jetzt müsst ihr dann wirklich leider... Ah ja, aber näher vorbei. Das Ding ist aber, dass wir ein Seed haben und zwei Hühner, wisst ihr? Eventuell mache ich mal sowas hier. Hallo? Wo ist das andere Huhn hin? Da. Komm. Ihr beide kommt mit. Damit haben wir theoretisch schon mal eine unendliche Essensquelle. Ich muss nur ein Gehege für euch bauen. Sorry, aber dazu bin ich wirklich noch nicht gekommen. Aber wenn ihr mir freundlicherweise mal bitte hier reinfolgen könntet. Genau. Und ich mache hier jetzt zu und dann muss ich jetzt hier irgendwie... Okay, ja, passt. Ihr beide chillt jetzt da drin und ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich jetzt nicht sterbe. Brauche jetzt irgendwas, irgendwas. Und da ist noch ein Huhn. Oh ja, ach perfekt, hier sind ja noch ein paar Hühner, alles klar. Notlösung jetzt, die erstmal zu killen, um ein bisschen Fleisch zu bekommen. Tut mir leid, es tut mir leid. Ich könnte mit euch auch direkt eine größere Farm starten, aber es ist gerade momentan ist es anders nicht machbar. Ah, es sind auch nur drei Keulen, bin ich auch gleich wieder satt. Bei Schweinen ist halt die Frage wegen Karotten, ob das überhaupt Sinn macht. Wir haben hier noch gar keine... Na, wobei wir haben da... Doch, war das nicht sogar die Map mit dem Villager-Dorf da hinten? Es ist halt wirklich ein bisschen blöd, dass jetzt so lange Pause war. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger Minecraft aufnehmen. Und dementsprechend ist das jetzt gerade ein bisschen blöd, aber ich glaube, wir hatten doch ein Dorf da hinten, oder? Also haben die nicht mehr als genug Essen für mich? Also die müssten doch Essen haben. Das heißt, ich brate das mal schnell, um nicht zu krepieren und laufe mal rüber zu denen. Weil wir hatten doch ein Dorf da direkt gehabt in der Nähe, das weiß ich doch noch ganz genau. Ich kann die Render Distance auch mal ein bisschen höher stellen, tatsächlich. Da ich keine FPS-Probleme habe. Werden wir hier alle mit auf die Reise nehmen, die Keulen. Vielleicht unterwegs auch noch mal ein bisschen Essen farmen, weil wir brauchen Zeit wirklich. Gerade momentan brauchen wir es unbedingt. Gut, während das hier gerade am Gucken ist, machen wir hier schon mal weiter. Ich hätte das gern so abschließend. Oh, warte mal. Ja, warte mal. Hier fehlt noch Glas. Hier kommt noch Glas. Und hier zieht sich das auch gleich weiter. Und wenn sowieso gleich Nacht wird, dann passt das ganz gut. Warum ist hier eigentlich auch noch keine Tür drin? Also es gibt ja noch definitiv einiges an Nachholbedarf.
Hier soll natürlich auch noch eine Tür rein. Denke ich mal. Also selbst wenn ich irgendwie geplant hatte, das nicht so zu machen, würde ich es jetzt auf jeden Fall erstmal so machen. Und da sollen überall noch Glasscheiben rein und dann, boah, das sieht aber... Und dann sieht es halt nämlich auch bei Nacht mal so aus, ne? Dann sieht es auch bei Abend mal so fett aus, wenn man das mit Glas macht. Und jetzt würde ich nämlich wirklich gern nochmal, da kann ich jetzt ja auch mal ein paar Schweine mitnehmen. Gleich noch. In weiser Voraussicht. Waren wir in der Höhle eigentlich schon? Das lässt mich hier schon wieder ablenken, ne? Also diese Grafik, es tut mir wirklich leid, ich weiß nicht, woran das liegt. Ach du Scheiße, in Höhle, warte mal. Warte mal, okay, das kann ich ja jetzt mal ganz kurz rausfinden. Liegt es vielleicht am Shader? Warum machten die Fackel trotzdem mehr Licht ohne Shader? Das verstehe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht. Hä? Vielleicht liegt es auch an der Optifine-Version. Irgendwas ist hier komisch. Und ich werde das aber nochmal beheben. Oh. Eisen. Wenn es doch nur ein Block ist. Das werde ich definitiv nochmal beheben und mir angucken. Wenn ich es auch schon getan habe, vergeblich, das soll so nicht weitergehen. Da sind auch Kühe, das ist perfekt. Also es ist alles bereit dafür, dass wir uns hier eine Tierfarm machen können. Irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl das laut genug ist, die Steps, irgendwie sind die Steps so leise, kann das sein? Ja klar, hier ist doch ein Dorf, hier ist doch ein Dorf. Also sind wir da jetzt doch mal ehrlich. Wenn ich denen hier so ein bisschen was absnacke. Die haben halt Karotten. Haben die auch Kartoffeln eigentlich? Kartoffeln bräuchte ich. Ja, die haben doch alles. Die Kollegen haben doch alles. Warum habe ich mir von denen nicht noch mehr gesnackt? Wahrscheinlich, weil ich mir so gesagt habe, ja, ich möchte mal für die noch ein bisschen mehr anbauen. Scheiß drauf, Alter. Ich nehme hier einfach jetzt ein bisschen was mit und von dem, was die hier ernten, können die das nachpflanzen. da muss ich jetzt mal einfach so sein. Jetzt haben wir doch genug hier. Die Potatoes gehe ich gleich mal anpflanzen. Da erweitern wir unser Feld noch ein bisschen, dann wird das angepflanzt und dann sind wir doch eigentlich good to go. Schon wieder nicht mehr sprinten können, na super. Ja, das ist ja ganz toll. Jetzt habe ich noch... Achso, ich hatte doch sogar noch eine Keule. Ich muss die Fackel mal rauspacken aus meinem Inventar. Sorry, das ist wirklich unerträglich mit den Grafikglitches. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Ich teste und spiele immer so ein bisschen mit den Settings rum, also kein Wunder... Wundert euch dann nicht, wenn es in den nächsten Parts immer mal wieder ein bisschen anders aussieht. Ich versuche das halt irgendwie so zu regeln, dass es passt. Wir haben ja auch sogar noch eine Potato. Und ein Bread. Warum genau das Game jetzt überhaupt auch auf Englisch eingestellt ist, frage ich mich auch. Also hier gibt es einiges noch nachzuholen für mich. Deswegen wird der Part vielleicht auch nicht ganz so lang hier. Dann würde ich mich erstmal so ein bisschen darum kümmern. Erstmal pflanzen wir hier wild, kreuz und quer. Ja, ich habe doch hier auch sogar schon Kartoffeln angepflanzt, aber ist halt noch nicht gewachsen.
Der Rest meinetwegen auch erstmal Seeds, Hauptsache irgendwas. Und warum habe ich hier nicht weitergemacht? Hier geht's doch weiter. Eieiei, das ist ja wirklich... Ach du Scheiße. Hier stimmt irgendwas aber ganz und gar nicht, Leute. Es tut mir leid. Ich behebe das. Ich behebe das auf jeden Fall noch. Das geht auf keine Kuhhaut. So, das ist doch jetzt erstmal ein Feld, was man so akzeptieren kann, oder? Das ist okay. Ich meine, klar, hier kommt jetzt noch auch noch was, kommt jetzt auch noch was hin. So viel, wie ich jetzt halt noch habe. Karotten brauche ich nicht unbedingt so mega viele anpflanzen, die werde ich nicht essen wollen, auf jeden Fall. So, und dann ist halt die Frage, wollten wir hier eigentlich nur eine Essensfarm machen oder wollte ich hier beide Farmen raufklatschen? Oder wollte ich vielleicht sogar die Tierfarm hierhin machen? Wahrscheinlich sogar eher die Tierfarm hierhin, oder? Ich meine, das ist halt einfach... Das passt halt so gut, dass hier jetzt auch direkt halt die Insel noch nebenan ist. Zwei Inseln, zwei verschiedene Farmen. Ich meine, ein bisschen kann ja auch hier bleiben dann. Dann brauche ich jetzt eigentlich bloß noch ein paar Zäune und so und dann sind wir schon good to go. Wobei, lasst uns das dann beim nächsten Mal weiterbauen. Ich würd sagen, ich kann dann hier noch ein bisschen zum Schluss verschönern, wenn man das verschönern nennen möchte. Am besten, ja, Ey, hat was. Das hat was, würde ich sagen. Hallo, du sollst... Also... So. Und... Ach. Ja, das ist es nicht. Das ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Also sind diese Türen von außen platziert? Ja. So wie die Türen platziert sind, um ehrlich zu sein, sieht das aber immer scheiße aus. Also, Vielleicht mit Scheiben? Vielleicht mit Scheiben? Ja, ganz ehrlich, das ist unser Strandbungalow. Das ist unsere erste Unterkunft. Hier bleiben wir nicht dauerhaft. Das wird nicht die Endresidenz. Da kann ich gleich schon mal vorher sagen, das wird nicht die Endresidenz. Und dementsprechend ist das okay, würde ich sagen. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal so eine kleine Villa irgendwo bauen. Irgendwann mal, ne? Also, wir haben so viel Zeit und werden so viel bauen wollen. Das ist die erste Unterkunft, die uns erstmal für eine ganze Zeit lang schützen soll vor Monstern, bis wir dann was Größeres bauen. Sage ich es einfach mal so. Und deswegen reicht sowas hier in dem Sinne, wie es jetzt gerade aussieht, schon vom Ding her vollkommen aus. Das würde ich zum Beispiel so nicht lassen. Da würde ich mir dann bei einem Haus, wo ich mir richtig Mühe geben möchte, da würde ich dann das nochmal ein bisschen anders machen. Aber for now ist es okay, würde ich sagen. Ich möchte jetzt noch ganz schnell das Ding zum Abschluss bringen, zumindest für die Etage. Das bedeutet noch mal ein ganz kleines bisschen Farming.
Und dann sind wir auch schon am Schluss des Parts gekommen und dann werde ich auf jeden Fall mal zusehen, dass ich die Grafik-Bugs behebe. Alles behebe, wenn es funktioniert. Und dann ist das ab dem nächsten Part auch wieder ein bisschen schöner anzusehen. Das dürfte eigentlich auch reichen und dann wird es auch eh gerade Nacht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Dach und Boden machen wir dann beim nächsten Mal noch. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, auch bei dieser Folge Let's Play Minecraft und weiteren Ausbau. Und vielleicht auch schon den Anfang von der Tierfarm gibt es beim nächsten Mal. Also haut rein, bis dahin und ciao.